Bevor wir zum süßen Geheimnis des Bedroots Palace kommen, fahren wir auf der Via Serlas, der Einkaufsmeile der Schönen und Reichen in St. Moritz. Cartier, Gucci, Versace, Rolls-Royce, all das ist hier anzutreffen. Denn es geht um Sehen und gesehen werden. Was das alles kostet, bleibt das süße Geheimnis der Käufer. Hier ist der Turm des Bedroots Palace, in dem früher Gunter Sachs lebte. Auf 2 Etagen, bitte sehr. Johannes Badroth war Hotelpionier in St. Moritz. Und seine Wette im September 1864 mit 4 Engländern hat den Wintersport hierher gebracht. Er schlug den Engländern vor, einen Winter in St. Moritz zu verbringen. Sie durften gratis logieren. Wenn es ihnen nicht gefalle, würde er ihnen die Reisekosten bezahlen. Die Engländer nahmen die Wette an und blieben von Weihnachten bis Ostern. Mundpropaganda funktionierte schon immer. Hier drin kann es einem sicher ganz gut gefallen. Vor allem, wenn der Schokoladenbrunnen in Betrieb ist. Erdbeeren in Schokolade und vieles, vieles mehr, das es zu entdecken gilt. Und zu fotografieren. Aber vor allem zu probieren. Das reichhaltige Patisserie-Buffet wartet mit Kreationen von Stefan Gerber auf, dem Maître-Patissier des Badroths Palace Hotels. Von weißer Schokolade bis dunkle Schokolade, 70%ig aus Madagaskar, haben wir sehr viel hier zu bieten am Buffet. Wir haben verschiedene Kreationen, Crème Brûlée au Chocolat, Crème au Chocolat. Wir haben verschiedene Torten und verschiedene Früchte mit Schokolade. Ja, also normalerweise bei einem mehrgängigen Menü sollte doch schon das Dessert immer dem Gast in Erinnerung bleiben, da die Vorspeise meistens nach 5, 6 oder teilweise auch 10 Gängen leicht in Vergessenheit gerät und das süße Finale ist dann das Highlight des Abends. Also bei uns im Le Restaurant des Badroths Palace Hotels haben wir sehr viele traditionelle Desserts wie Crêpes Suzette, klassische Flambés, Pfirsichflambé, Schokoladen, Soufflé und diverse Kreationen, die es in moderneren Häusern nicht mehr so gibt. Bei den älteren Herren, die bevorzugen doch eher die dunkle Schokolade, also 70%ige aus Venezuela, 80%ige Schokolade vom Kakaogehalt aus Madagaskar oder doch eher teilweise 100%ige Schokolade, die sehr gut fürs Herz ist. Da gibt Ihnen auch der Arzt bestimmt recht, das ist sehr intensive Sache und das ist sehr gut fürs Herz. Die Damen, die bevorzugen eher die Milchschokolade bzw. die weiße Schokolade. Eigentlicher Anlass unseres Besuchs ist jedoch der Chocolate Cult. Das ist eine Einladung, seine eigene Schokoladenkreation zu komponieren. Und zwar Trinkschokolade mit Sprünglis Grand Cru Schokoladen, die natürlich hervorragend zu den Desserts passt. Chef-Chocolatier der traditionsreichen Confiserie ist Sepp Fessler, der uns gleich mehr verrät. Wir sind ja hier am Gourmet-Festival und das Thema heißt Spicy Chefs. Fangen wir gerade an, was wir hier vorbereitet haben zur Schokolade. Natürlich darf Chili nicht fehlen oder vielleicht haben Sie schon mal bei den Tonkabohnen geschmeckt. Das ist eine wunderbare Zutat. Eine Bohne aus Südamerika schmeckt hervorragend. Oder im frischen Bereich nehmen wir die frische Ingwer, die mahle ich gerade, reibe die und gebe die in die Zutaten rein. Und auf der anderen Seite gibt es wunderbare Vanillepaste, die haben wir auch vorbereitet schon. Oder eine Geheimmischung aus dem Glarnerland, ein Kanton aus der Schweiz. Unter anderem ist da Zimt drin, Vanille und Muskat. Dazu gehört auch noch der bengalische Langpfeffer, eine wunderbare Kombination mit zu Schokolade. An der Front geben wir 3 verschiedene Honige dazu aus dem Aversertal. Das ist da, wo das höchste Tal der Schweiz liegt, Juf. Aus diesem Tal kommt der Bündner Berghonig aus Avers. Oder etwas Spezielles haben wir hier mit dem Lederwood
von hinten sehe ich es auch schon schlecht. Leatherwood Honig aus Tasmanien, also um die halbe Erde. Dann haben wir eine flüssige Sektion mit biologischem Sirup von Rosen aus Zürich. Dazu gibt es auch die Rosenblätter. Zwischendurch gibt es mal Gummibärchen oder vielleicht einen Bubblegum-Sirup dazu. Passt auch, ist etwas Spezielles, aber für Kinder haben wir auch immer wieder am Stand. Für die ist das interessant. Auf der alkoholischen Seite, das gibt es natürlich auch, nehmen wir einen schönen Whisky dazu. Ein Glenfarclas, ein Fassstärke, das darf recht stark sein, weil wir ja nur tropfenweise arbeiten. Sehr beliebt ist eigentlich das klare Wässerchen hier. Das ist ein Sirup von Geranien. Das kommt aus dem Geraniendorf Grimenz aus dem Wallis. Sagen Sie, Herr Fessler, wie viel Schokolade trinken Sie denn pro Tag? Das ist gar nicht so viel. Meine eigentliche Aufgabe ist ja Kreieren von neuen Schokoladespezialitäten. Da nehme ich eher die feste Schokolade zu mir. Die hat auch in letzter Zeit immer mehr Gehalt bekommen, Grand Cru Produkte. Und da gerade in diesen Tagen haben wir gestartet mit einem neuen Truffe du Jour, eine frische Spezialität, die wir jeden Tag frisch herstellen. Mit Kakao, also aus Rahm, Butter und Kakao aus Santo Domingo mit 75% Kakaogehalt. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt Pascal Brunet bei uns haben, die Marketingmanagerin. Sie haben ja jetzt 50 Jahre Jubiläum bei Ihrem Haus. Dazu wird natürlich einiges aufgelegt und vor allem diese neue Kreation. Das Champagner, Luxemburgerli meinen Sie? Ja. Das ist ein absoluter Genuss. Luxemburgerli stehen für die Confiserie Sprüngli und das Champagner Luxemburgerli ist mit echtem Gold bestäubt und hat darin Champagner von Perejouet, also das Nec plus Ultra. Absolut degustieren. Jetzt muss ich Sie beide aber fragen, wenn ich mir so Ihre Figur anschaue, Sie sind beide super schlank und arbeiten in einem Schokoladenunternehmen. Wie machen Sie beide das? Ja, unsere Zutaten, die sind so exquisit und diese guten Zutaten machen nur glücklich. Essen Sie denn einfach nur so kleine Dosen im Milligrammbereich? Nein, wirklich nicht. Bei mir kommen schon mal 100 Gramm zusammen Schokolade im Tag. Also ich auch. Ich esse jeden Abend dunkle Schokolade und trinke sehr gern einen guten Rotwein dazu. Weil Schokolade, dunkle Schokolade und Rotwein ist ein absoluter Genuss. Und zu mir gehört auch jeden Morgen die heiße Schokolachaux Grand Cru. Das ist ein Muss. Vermisse ich auch richtig in den Ferien, wenn ich nicht meine Schokolade haben kann. Aber sie muss gut sein und sie muss aus der Schweiz sein, von Sprüngli.